Auf jeden Fall, nächsten Stream müssen wir mal schauen, dass wir mal wieder bauen. Ich glaube, drei Häuser noch. Einfach, dass wir ein bisschen Lagerplatz haben. Und dann können wir uns halt auch endlich ein Haus bauen und müssen da nicht mit den Bekloppten zusammen wohnen. Hey, was nervt. Ich würde auch voll gerne einen Brunnen bauen. Dass ich nicht immer laufen muss. Und vielleicht kann ich dann zwei oder drei Stück bauen. Weil wir haben irgendwie immer zu wenig Wasser. Immer. Tachchen, hallo. So, da kommt da. Achso. Das kommt da rein. Die behalte ich. Wirklich Heiltränke brauchen wir nicht. Die Feuerbälle reichen auch erstmal noch. Gegebenenfalls, wenn ich morgen hier die Folgen render, würde ich vielleicht nebenbei ein bisschen nur farmen für Munition. Ich meine, wenn ich dabei irgendwie mein Level mache, dann ist es halt so. Ist jetzt heute nichts Spannendes und da passiert ja auch kein großer Kampf oder so. Das nur mal angemerkt. Also die Quest wollte ich ja nicht. Aber ich muss ja warten, was wir machen. Welch? Wir haben trotzdem schon ganz gut was aufgedeckt. Ich meine, es ist noch viel, ja. Aber wir haben auch schon gut was aufgedeckt. Aber beim Schreinerlager hat man die Truhe ausgraben können. Warum haben wir das dann nicht gemacht? Ich guck mal kurz, ist das das? Nee, ist da oben. Da können wir direkt hin. Ich bin der Flash. Hallo. Ich bin der Flash. Ich bin der Flash. Macht er? Flash. Ich bin der Flash. Fast as fuck boy. Still fast as fuck boy. Ich habe unsere Quest ausgesucht. Jo, dann. Was machen wir? Wollen wir machen? Ist eine von den Nebenquests, die haben wir tatsächlich sogar schon mal angefangen. Wir müssen die noch zu Ende machen. Wir haben Wo muss man irgendwie hin? Düsterdeckicht? Düsterdeckicht. Wir haben die aus irgendeinem Grund einfach nicht fertig gemacht, obwohl wir schon da waren. Okay. Und wohin dann? Düsterdeckicht warte und dann da, wo dieses Schreinerlager war, wo wir das erstmal so richtig Probleme mit dem Wildschwein hatten. Hinter dir. Ja, wo waren das? Hinter dir. Ja, aber ich brauche mal eine Richtung, wo ich hinfliege soll, oder? Nimm mir nach. Sind bloß 200 Meter. Wir sind eigentlich im Endeffekt sowieso schon da. Ja, ich habe es gerade schon erwähnt. Ich würde gegebenenfalls erstmal hier den Funken kurz mitnehmen. Ich würde gegebenenfalls, wenn ich sowieso hier die Folgen render, bloß ein bisschen Bernstein und so farmen für Munition für mich wieder. Weil es kann halt sein, beim Abbauen, du levelst ja trotzdem, aber es passiert ja jetzt nichts Spannendes, ne? Gegebenenfalls nochmal ein bisschen Kupfer. Wir müssen Achtung, hier. Achso, hier oben, hier oben. Wo bist du? Wo bist du? Okay, sind beide runtergefallen. Irgendwo hier ausgraben. Im Schreinerlager sollen wir die Truhe ausgraben. Was? Jetzt ist da. Komm, die Kackratte her. Ich hab doch. Wir sollen irgendeine Truhe ausgraben im Schreinerlager.
Egal, da sind Bienen. Ich würde vermuten hier, oder? Ja. Hier schaut so ein bisschen aus. Ja, da ist er doch schon. Ja. Jo, Quest abgeschlossen. Und ein neuer Zauberstab. Ich muss mal ganz gucken. Also hier so ein Magierstab. 29 Kraft. Pff, lächerlich. Und ein Wirbelbrecher. 43 Schaden, Stufe 13. Der Wirbelbrecher, Alter. Ja, es sieht aus wie ein Baseballschläger mit Stahlnoppen. Hier, kannst du mal angucken. Ich glaube aber nicht, dass es was ist. Ja, sieht ein bisschen billo aus. So, hier nochmal Truhe. Ist da noch was? Mhm. Okay, den nehme ich. Ach ne, war mal 43, der hat 48. Ich zerlege. Okay. So, das war die Quest. Haben wir sonst noch was Geiles? Irgendwie so Quest, wo du bloß eine Sache machen musst, wäre halt gerade ganz geil. Magierstäbe und Zauber. Der Alchemist möchte einen Magierstab herstellen. Ja, das weiß ich ja. Für die Herstellung eines Magierstabs wird Meersmalz benötigt, das unter dem Meersmal gefunden werden kann. Ja. Okay, das ist eine Quest, die können wir zu Hause, kann ich zu Hause einfach abschließen. Hier hätten wir was, wo wir wohin müssten. Für den ersten ewigen Zauber ist aber, glaube ich, ein Eiszauber. Ich würde den nicht nutzen, aber ich schätze, damit schalten wir die nächste Quest frei für den für die ewige Flamme. Da müsste ich keine Munition mehr herstellen. Mir ist egal. Okay. Ich mach dir hinterher und dann... Ich mach dir einfach mal hinterher. Ja, mach mir einfach mal hinterher. Ich guck mal, wo das ist. Das ist schon ziemlich ungünstig gelegen, sag ich mal. Das ist hier. Ich meine, wir haben da unten zu Hause Stufe 1, aber es ist halt trotzdem relativ weit noch. Aber im Endeffekt, dann decken wir auch mal wieder was auf. Ja, dann gehen wir da hin. Gehen wir praktisch erstmal hier hin. Ja. Gegner mal. Und dann darüber sind halt trotzdem noch 600 Meter. Ich kann ja. Guck mal her. Da drüben ist halt auch nochmal so ein Turm, ne? Ich habe den Tisch abgebaut, das Zeug steht noch drauf. Geil. Ist hier zufälligerweise ein Brunnen? Wir brauchen ständig Wasser. Ach, hier sind Wolfe. Weil wir brauchen ständig Wasser und aus dem Brunnen bei uns kriegst du halt irgendwie immer nur 15 Stück raus. Und selber bauen können wir noch nicht. Bist du schießt hier, ne? Ja, ich war hier noch beschäftigt. Wir müssen praktisch in die Richtung von diesem Turm da drüben und ich glaube, das ist dann auch wieder ein Schnellreisepunkt. Schön hier. Ich würde bloß gerne nicht durchs Meersmal. Das ist ein... Warum ist hier so ein... Warum ist hier so ein... Hier ist aber keine Wurzel. Ja, Park, Alter. Ist einfach nur wieder so... Ja gut, ist bloß Respawn-Anker praktisch. Ich höre hier aber was. Aber wir laufen weiter, oder? Ja, hätte ich gesagt, Alter, Stufe 7, das ist ja lustig. Oh, süß. Zusammenpacken, Alter. Die sind alle so süß. Aua. Wollen wir uns damit... Ja, komm, damit müssen wir uns wirklich nicht abgeben. Schade um die Haltbarkeit unserer Waffen. Kommst du, meiner? Komm her. Mach deine Waffe da oben nicht kaputt. Das sind die nicht wert.
Still fast as fuck, boy. Flash. Das ist voll geil. Ich will mal versuchen, ob ich diese Käferviecher damit auch killen kann. Also so One-Shot-mäßig, ob das stark genug ist. Das wäre sehr lustig. Kommen wir da rüber oder? Weil irgendwie müssten wir trotzdem über das Miasma. Da drüben ist rotes. Wow, Ratte. Ja, bei mir auch. Mich hat auch gerade einer angegriffen hier. Flash. Aua, sag mal. Ist da unten wieder was drin? Garn, toll. Hier schaut so ein bisschen brückenmäßig aus. Ne? Ich glaube, da kommen wir, glaube ich, durch. Ajo? Was? Achso, da hinten bist du. Das schaut so ein bisschen brückenmäßig aus. Ich glaube, da kommen wir zum Turm. Schaut er. Una Matata. Oh ja. Oh ja, schaut gut aus. Dann holen wir uns wenigstens erstmal den Schnellreisepunkt und dann können wir von da aus vielleicht auch einfach springen. Wäre mir jetzt wichtiger als die Quest, ehrlich gesagt. Dann machen wir lieber den Turm. Welches Level bist du? Ah, Level 7. Schmutz. Mach dir die Pfoten nicht dreckig. Ja, habe ich jetzt aus Versehen gemacht, weil er halt Level 7 war. Aber ich hatte ihn schon angeschlagen und ich wollte ihn dann auch nicht so, ne, im Straßengraben zuckend zurücklassen. Opa hat immer gesagt, wenn du was anfährst, nimm Stein und erlöse es. Am Anfang hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Mitleid mit dem Radfahrer, aber ne, wurde mir halt so beigebracht. So, ich bin da, meiner. Ja, ich komme. Meine alten Knochen, aber Ausdauer. Ich darf den Flash nicht so oft benutzen. Denkst du, wir sind ja bereit hierfür? Gut aussehen. Keine Ahnung. Ich meine, wenn die hier so schwach sind, müsste er eigentlich relativ einfach sein. Ich glaube, der ist sogar einfacher als das Düsterdickicht war. Einfach mal. Okay, zwei Schalter. Sag mal, wo kommt denn der Bogen jetzt her? Ich habe schon wieder so einen Billo-Bogen dabei. Pff, 12 Runen. Upsala. Bemühe dich nicht. Hast du einen? Nee. Ich hab beide. Hast du beide? Ja. Ich will bloß die Dinger kaputt machen in der Hoffnung, dass irgendwann mal was Geiles vielleicht drin ist, aber ich glaube, die Hoffnung kann ich vergessen. In den Vasen ist bloß Müll. Ab und zu mal ein Trank. Pff, lächerlich. Ich reise hoch. Jo. So, wie schaut's hier aus? Mhm. Ein Schalter. Okay, die Falle ist inaktiv. Wahrscheinlich noch, da hinten ist er. Ja, ist er. Warum geht denn das nichts mehr? Nicht alle gehen. Oh, oh, Vorsicht, die ist wieder aktiv. Nicht alle gehen mit Bogen. So, die Dinger baue ich auf jeden Fall ab. Oha, mit der Kupferhacke einfach One-Shot. Alles kaputt. Ja, kannst du es aufheben. Salz, Mana-Trank, sehr geil, Wasser. Ich freue mich ohne Scheiß über das Wasser mehr als über einen Mana-Trank oder so. Das ist doch bekloppt. Oh, Metallplatten.
cool. Aua. Geht's hier hoch? Ne, warte mal, ich habe ja gerade so ein Ding verwendet, ne? Ja, eine Tür war da noch. Warte. Genau. Aua. Fest. Ja, ist bloß eine Truhe. Okay, gut. Sengender Zauberstab, legendär, 20 Schaden. Ich guck mal kurz. Ich gehe hoch schon mal, ne? Jo. Zauberstab mit 20 Schaden, sogar auf legendär. Hier ist ja noch ein Knopf. Ja, nehme ich. Achso, Abkürzung. Jo, gebe ich dir dann gleich. Wäre bloß interessant zu wissen, wie stark der ist. Bleib mal kurz. Da, ich wollte den geben. Wie stark der ist, wenn der... Ja, der kann aber eigentlich nicht stärker werden als meiner. Hier. Das war sehr, sehr komisch. Ja, ich habe wirklich jeden Spike mitgenommen. Wir müssen hier rüber, ne? Ja, pff. Lächerlich. Also ich bitte dich. Wo bleibt da die Herausforderung? Oh. Ja, das ist er. Nichts, Alter. Das ist ja nicht fast schon ermüdend. Ich habe eine Abkürzung genommen. Ist aber sauknapp. Ich glaube, mit deiner Ausdauer... Bleib unten, ist bloß ein Knopf. Hier ist sonst nichts. Mit deiner Ausdauer wird es, glaube ich, nichts. Okay, Tür ist offen. Jo, hier ist nämlich auch aus. Ja, muss ich trotzdem eins hochkommen, oder? Nee, wir sind schon beim Ausgang. Hab schon aufgemacht. War der letzte. Wo denn? Einmal hier ums Eck rum. Hallo, hinter dir. So, hier. Ja. Ja, Mann, abgeschlossen. Ja, Tschüss. Oh, lol, das war ja voll einfach, Alter. Die Niederaue wird von einer Krankheit heimgesucht. Ist überflutet von Galle und Bitterkeit. Kämpfe gegen das Miasma an und offenbare die Lichtungen, die sich darunter befinden. Unter all dem Verfall liegt eine grenzenlose Wildnis von unermesslicher Schönheit verborgen. Weißt du was, ganz ehrlich, halt die Fresse. Dann können wir halt doch unsere Quest machen, ne? Ist ja... 100 Meter in die Richtung. Warte mal, das ist überall Miasma. Standort unten. Das ist sowas von safe im Miasma. Alter, tun Sie die Wüste. Wollen wir? Jo. Ach, guck her, da drüben ist tatsächlich Wüste. Bin da, wer noch? Unterirdischer Kram. Oh, ich dachte gerade, dass da ein Monster hinter mir ist. Ich habe nicht gecheckt, dass du so nah an mir dran bist. Ich bin doch kein Monster. Na, das nicht, aber ich wusste nicht, dass du so nah an mir dran bist. Süß. Ich sehe da nichts. Süß. Ist, Alter. Die sind halt richtig sweet, ne? Hier geht's irgendwie hoch. Da geht's auch hoch. Ah, ist derselbe Raum. Ah, okay. Boah, der lebt ja noch, Alter. Weg.
Süß. Hier ist er. Süß. Mutz, Diggi. So, ewiger Eisbolzen. Das war's. Ich guck mal kurz in das Tagebuch. Sollte das nicht eine zweistufige Quest sein? Achso, war es wahrscheinlich. Safe, einmal finde das Ding und zweitens sammel es ein. Ja, wahrscheinlich. Warte, ich guck. Du hast das verborgene Grab gefunden, in dem sich ein ewiger Zauberspruch befindet. Betritt das Grab und finde den Zauber. Oh, leck mich doch. Ja, dann können wir eigentlich nach Hause. Heben wir Meister. Ja, müssen wir erstmal rausgehen. Dann kann ich rein theoretisch. Machst du. Den hier kann ich jetzt komplett ohne Munition machen. Kann ich aber immer machen. Ah, okay. Wo ging es denn jetzt hin? Irgendwo eine Treppe. Seitlich, ne? Ja. Das Problem ist, was ich jetzt sehe, wir sind im Jasma, mittendrin. Mhm. Aua. Ja gut, also das war abzusehen. Du hast mich weggebasht. Ja, ich hab dich gleich berührt. Du hast mich voll, doch, du bist über mich geflogen. Nein, bin ich gar nicht. Doch. Ach, du bist ja schon reingeflogen. Lolli. So, wo geht's hier raus? Ich guck mal kurz, ob da... Ich denke hier geradeaus. Ja, hier irgendwo hochhalten, ne? Ob wir hier jemals rauskommen? Ich glaube nicht. Denn ich glaube, dass wir eigentlich schon so gut wie draußen sind. Hm. Schade, ich dachte, wir haben jetzt hier noch so einen epischen Kampf oder so. Oder zumindest so einen halbepischen. Ich meine, im Vergleich mit unserem Bosskampf gerade. Ja, ja, der ist mal epischer. Gibt's, glaube ich, einfach keinen epischen Kampf. Na, Mädels? Ja, Eisschaden ist halt bescheuert bei denen. Im Miasma ist Eisschaden. Welche Level waren die? 7. Was ist denn das da? Ich lasse mich zum Glück von nichts und niemandem ablenken. Hallo, Turm? Na, gegen diese Miasma-Viecher ist halt. Ja, komm den Turm hoch, dann bist du aus dem Miasma raus. Gegen diesen Miasma-Viecher ist halt Feuer übel gegangen. Deshalb will ich nämlich den ewigen Feuerball haben. Was, auf den Turm hoch? Ja, einfach das Treppenhaus hoch. Dann können wir auf ganz entspannt Schnellreise machen. Easy. Easy going. Dann renne ich jetzt nochmal zum Alchemisten, stell diesen blöden Zauberstab her, damit die Quest auch abgeschlossen ist. Das ist halt total bescheuert. Warum soll ich das überhaupt machen? Ich möchte den Magierstab herstellen. Was willst du? Was kostet der? Ja, der kostet bloß deine Seele. So, Hunde, Holzscheiter. Holzscheiter habe ich hier. Kannst du mir mal bitte 3 Miasma-Holz schnell zuschicken? Miasma-Holz? Mhm. Ja. Wenn er dann glücklich ist, der scheiß Alchemist. Och man, Balthasar. Wobei andererseits, vielleicht schaltet er dann auch neue frei, die besser sind. May the flame guide your way. War das jetzt... Was? Nee, die Quest ist einfach nur abgeschlossen. Weißt du was? Leck mich. Die Belohnung für die Quest war ein Magierstab. Stell dir vor, den habe ich ja gerade selber hergestellt. Dieser dreckige Pisser. Stofffetzen? Wo hat man Stofffetzen gehabt? Waren die hier oder waren die schon die bei der... Die Stofffetzen sind schon bei dir. Stofffetzen waren bei mir schon, ne? Weißt du was? Den kann ich direkt zerlegen. Das Ding ist einfach scheiße. Stufe 7, 20 Kraft. Weißt du was? Ich habe halt Stufe 17 und 35 Kraft. Ah nee, das Ding ist sogar bloß Stufe 5. Schmutz, Diggi, Schmutz. Die Dinger lösche ich jetzt einfach mal. Dort
können wir aufräumen, das können wir aufräumen, das können wir aufräumen, das können wir aufräumen. Das bleibt. Ja, räumen wir noch auf und dann. Ne? Ja. War es ja auch fleißig heute. Ausnahmsweise mal. Wo hatten wir Wachs? War das nicht bei dem Crafting-Zeug? Oder hast du das jetzt? Wir hatten doch Wachs. Nee, Wachs habe ich nichts. Wachs habe ich nichts. Also falls du es suchst, ist es beim Crafting-Zeug. Kann ich dir das Zeug für drüben noch geben? Ja, ja, gibt's ja. Ich war zwar gerade drüben, aber... Okay. Einmal das Salz ist bei dir. Dann Stofffetzen. Garn ist bei dir. Und Pfeil. Das war's. Das war's? Jo. Dankeschön. So, Honig. Das ist bei der Bäuerin. Das können wir mal hier aufräumen. Das ist hier. Den einzelnen Mana-Trank schmeiß ich jetzt auch mal hier rein. So, Bäuerin. Man kann von unserem Haus mit dem Gleiter und dem Doppelsprung fast bis zur Bäuerin reinspringen. Das ist saulustig. Du gleitest halt ewig lang noch über den Boden. So. Schutt. Mit Schutt bauen wir sowieso nicht. Also nein, hier, das kannst du hier mal zubauen, dann noch erstmal wieder hier. Ja, aber nicht mit Schutt, das ist ja Erde. Also egal, da aus, nein. Ja, ich gut, das löche ich zu. Erdwegblock, Lehmklumpen. Wir haben ja hier auch noch Schutt. Wir haben bloß 4 Erde. Warum haben wir bloß 4 Erde? Weiß ich nicht. Irgendwie ist es doch jetzt höher, oder? Das ist doch so ein Hügel jetzt. Kann der überhaupt was? Ja, ich habe dich vorhin mit Erde zugebaut und du hast das alles abgebaut. Jetzt ist er weg. Warte, ich gehe hier hinten schnell ein bisschen. Lass doch gehen jetzt. Nein, du hast dich beschwert und jetzt mache ich das. Die Erde hier soll sowieso weg. Mache ich dann später wieder zu. Mit irgendwas anderem. Dann muss ich das ja trotzdem nochmal wegmachen, weil das ist ja Stein. Stein wollen wir da natürlich nicht haben. Erstmal ein bisschen einebnen. Ja, ja. Ich glaube, das hat gerade draußen ordentlich geblitzt. Echt? Ist bei euch? Hier wieder? Ja, das war der Donner dazu. Geil. Vorsicht, fall nicht in die Baugrube, renne. In der Grube. Ah, ich weiß jetzt, warum das so ein Hügel ist, weil ich habe einen 4x4 Block.
Barsch noch ein Loch. Ich glaube, ich mache uns doch eine Hake. Ich glaube, das ist zum Planieren besser. Weil da hoch sollte der zum Beispiel schon mal nicht. Ich habe Angst vor Gewitter. Ist zwar gelogen, aber Gesprächsstoff. Geh da mal raus aus dem Loch. Sonst kann ich da nicht bauen. Verlass meine Baugrube. Ja, ich mache später eine Hake. Das kostet nicht. Holzschalte 6. Easy. Letzte! Mhm. Super, schaut das alles, super. Eigentlich? Ja. Das Ding ist ganz geil. Ja, genau. Das ist cool. Vor allem davon gibt es auch noch eine bessere Variante, da hast du wahrscheinlich einfach einen größeren Radius, schätze ich mal. Das hätte ich ausgespannt. So. Packe ich mit hier zum Bauhammer und so, ne? Ich brauche die ja sonst nicht. Und mit die Holzschalte wieder auf und die und Erde und Stein. Warte, bin sofort soweit. Ich zögere das so weit raus, wie ich kann. Weil ich es kann. So, 117 Runen nochmal. 1700 fast. Geil. Ja. Wie immer beenden wir dann praktisch die Folge und die Aufnahme hier an unserem Feuerchen. War geil, oder? Wir hatten krass viel Spaß und einen geilen Kampf. Ja, war heute wieder richtig cool. Der war ultra. Geiler Typ. War wieder richtig geil. Ja, wie gesagt. Den müssen wir noch machen. Ich würde ihn spätestens nochmal machen, wenn wir so Level 20 sind. Dann zündet man einfach an, Alter. Da verbrennt man einfach. Weil aktueller Maximallevel für uns ist ja 25, ich glaube für Mobs 30. Und ich glaube, dann ist es halt eine Sache von 5 Minuten. 2-3 Mal da rein, spätestens mit dem ewigen Feuerball nochmal. Und hast du ja auch nochmal geilere Waffen. Dann kannst du auch in Nahkampf gehen vielleicht. Kann ich immer in Nahkampf gehen. Oh, geil. Immer in Nahkampf, nein. Gut, dann würde ich sagen, für YouTube vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge, ne, wenn ihr wieder reinschaut. Hoffen wir mal. Macht es gut, einen wunderschönen Nachmittag. Ich glaube, es kommt nachmittags, ja. Ne? Und wenn es euch gefallen hat, abonnieren, gerne mal ein Like da lassen. Man kann das ja auch ab und zu mal sagen. Und wir wären dann für heute erstmal raus.